Wie viele Dilophosaurier gab es eigentlich im Jurassic Park damals? Oder ist das immer derselbe? Nee, es gibt auf jeden Fall mehrere. Ich weiß gar nicht, ob man offiziell weiß, wie viele es im Film waren. Im Buch ist es, glaube ich, bekannt. Da gibt es ja eine Liste davon. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, glaube ich, über alle 15 Dinosaurierarten. Wie viele es davon gegeben hat. Aber auch im Jurassic Park im Film wird es mehrere geben und nicht nur einen. Ja, glaube ich schon. Also wenn da jetzt einfach gesagt worden wäre in dem Spiel, ey, es gibt jetzt halt doch fünf oder sechs Dilophosaurier, da ja, würde es den Kanon auch nicht beeinflussen. Weil es wurde halt nie gesagt, es gibt nur einen einzigen Dilophosaurus. Wir haben eben nur einen gesehen. Wie heißt denn das Vieh jetzt? Der Charmentosaurus? Ihr müsst mir jetzt mal helfen. Charmentosaurus, ich muss googeln. Weil das Vieh war nämlich auch im Jurassic Park und das haben wir halt nie gesehen. Aber das ist auf der Liste gewesen. Charmentosaurus, irgendwie sowas. Nee, nicht Carnotaurus, das war es nicht. Wie viele Embryos hat denn Dennis Nedry gestohlen? Das gibt's irgendwo auch. Moment. Da war der auch mit dabei. Irgendwas mit Charmentosaurus oder sowas. Nee, die hat er nicht gestohlen, genau. Die waren aber in diesem Gefäß mit drin. Moment, was ist das hier für eine? Ah ja, okay. Den Proceratosaurus hat es auch in den Filmen im Jurassic Park gegeben. Hat offiziell im Kanon. Und den haben wir auch nie gesehen. Auch ein Fleischfresser. Das heißt, auch den könnten wir in dem Spiel begegnen, tatsächlich. Den gibt es wohl auch in Jurassic World The Game. Da sieht er aber ein bisschen komisch aus. Proceratosaurus. Ich kann euch gerade mal zeigen, wie der aussieht. Wenn ich das Bild von dem öffnen kann. So. Jetzt ist mein Bild im Weg, ne? Lasse. Sekunde. Ich switche mal kurz nach unten in die Ecke einfach. So. Das Vieh zum Beispiel ist Teil der Jurassic Park Filme und soll auch im Jurassic Park selber im allerersten Film mit dabei gewesen sein. Meinst du den mal Männchen? Nee, den meine ich nicht. Der hat auf jeden Fall mit C angefangen und ich glaube sogar mit CH. Das Vieh auf jeden Fall hat Dennis Nedry auch geklaut. Die Embryos von dem hat er auch geklaut. Das heißt, auch der könnte in dem Jurassic Park Survival Spiel auftauchen. Das würde quasi auch passen. Vom Kanon her. Moin und moin zurück. An der Zacke und an Nico. Worum geht's gerade? Wir gucken uns gerade mal an, welche Dinosaurier alle im neuen Jurassic Park Survival Spiel drin sein könnten. Denn es wurde ja gesagt, oder es wird bemängelt, dass es nur ein einziger Velociraptor sein könnte und eben der T-Rex und die Dilophosaurier. Das sind nur drei Varianten von Fleischfressern. Und da habe ich aber gesagt, nee, das stimmt nicht. Weil im Jurassic Park selber gab es ja 15 verschiedene Arten. Wir haben die eben nur nicht alle gesehen. Einer davon war eben Kratosaurier von eben. Den Dennis Nedry sogar aus dem Embryolabor gestohlen hat. Gallimimus, Tyrannosaurus, Rex, Velociraptor, Proceratosaurus. Und welche gab es denn dann noch drin? Wenn mir der Name nur einfallen würde. Es war aber auch noch ein größerer gewesen.
Was sind das hier noch? Da ist noch ein Metriacanthosaurus. Habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Der ist auch noch im Jurassic Park drin gewesen. Das Vieh sieht schon mal krasser aus. Ich glaube, den habe ich sogar gemeint. Den habe ich gerade Bullshit erzählt mit dem CH. Da haben wir ein schönes Bild von dem. Ja, da. Wollen wir das irgendwie mal vergrößern? So, na komm. Ja, das ist einigermaßen ein gutes Bild. Der Knabe hier. Kann man das erkennen? So ist vielleicht besser. Ist halt jetzt klein, aber der hier auf jeden Fall. So ist besser. Der ist ebenfalls im Jurassic Park gewesen. Der ist auch drin gelistet. Und ich glaube, das war der, den ich auch gemeint habe. Das war denn nicht der CH-Dingsbums da. Den ich gemeint habe, den gab es aber auch bei Jurassic Park Warped im Spiel auf jeden Fall. Mithril ist etwa so groß wie der Ceratosaurus. Ja, das ist ja trotzdem eine gute Größe, siehst du ja hier. Ist ja eine sportliche Größe schon. Und wie gesagt, ey, es gab auch auf einmal den Spinosaurus in Jurassic Park 3. Es können noch Saurier dazu gedichtet werden, die eben einfach nicht auf Indons Liste standen. Das würde funktionieren. Ne? Das heißt, wir könnten oder wir werden im Spiel Jurassic Park Survival auf jeden Fall sehen. Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Compsognathus. Wir werden von Fleischfressern eben jetzt, ne? Ach Gott, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Metriacanthosaurus werden wir auf jeden Fall sehen. Was haben wir noch? Dilophosaurus haben wir noch mit drin. Und den ich vorhin genannt habe. Moment, ich kann mir so einen Namen merken, das ist ja voll krass. Und den Proceratosaurus. Der ist auch noch mit dabei. Oder könnte mit dabei sein. Plus eben noch, dass man eben einfach sagen könnte, jo, es kommen noch ein paar Saurier bei raus, die einfach nicht auf der Liste standen von Ingen. Dass man auch einfach sagen könnte, ja, da war auch schon vielleicht ein Spinosaurus gewesen. Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber könnte man auch sagen, der war einfach nur nicht auf der Liste drauf gewesen. Warum der nicht im Film gezeigt wurde, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eben einfach, weil der Film ja eine begrenzte Laufzeit hat und man sich dann gedacht hat, nee, komm, wir nutzen die eher für andere Saurier, wie Dilophosaurus, Velociraptor und den T-Rex. Ja, dass die im Park waren, das weiß man auch nur, weil Dennis Nedry die Embryos von denen einsteckt, zum Teil. Also du siehst, wo Dennis Nedry in diesen Raum reingeht und dieses Embryo-Ding hochmacht, siehst du noch ein paar weitere Namen von Dinosauriern. Also die müssen noch nicht im Park gewesen sein, zwingend, ja, aber es könnte schon sein. Wenn das Spiel jetzt eben einfach sagen würde, jo, die waren schon alle im Park gewesen, wäre das nicht zwingend gegen den Kanon, weil es wurde ja nie was anderes behauptet, nur weil du sie eben nicht gesehen hast, sind sie ja trotzdem möglicherweise da. Das würde also dann schon passen. Dino wäre krass, wenn der kommt. Ja, ich glaube es halt auch nicht. Nee, die sollen schon mal schön Jurassic Park-Dinger jetzt da reinhauen. Hoffe doch, dass es auch wieder. Schon die Troodon könnten auch mit dabei sein, ja. Die hat man zwar jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie auch im Film mit am Start sein könnten, aber du hast eben einfach auch nicht alle gesehen, ey. Im Buch ist ja ganz klar festgelegt, es gab 15 Spezies. Von diesen 15 Spezies kennt man auch alle. Die sind im Buch alle in der Liste aufgelistet. Aber der Buchkanon ist nicht derselbe wie der Filmkanon. Die könnten im Film jetzt einfach sagen, da rennt ein Pyroraptor rum. Ist halt da so. So, es wurde im Film nie gesagt, dass es nur 15 Arten im Jurassic Park gegeben hat. Da kann alles rumrennen im Endeffekt. Troodon könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich, ja.
Baryonyx stand auch mit drauf, genau. Auf dem Baryonyx gab es auch, glaube ich, eine DNS-Probe in diesem Cold Room drin. Aber da kann schon ein bisschen was kommen. Ich warte echt mal ab jetzt. Ich denke mal, das ist dann auch der erste richtige Trailer, wenn der dann kommt. Ich hoffe, nächstes Jahr. Der wird dann bestimmt schon mal so ein paar Saurier auch zeigen, die wir eben noch nicht im Film gesehen haben. Und trotz allem würde es funktionieren. Ich meine, der eine Velociraptor, ne, ganz ehrlich, der vom T-Rex gepackt wird und eben in dieses Gerüst reingeschmissen wird, der könnte auch noch leben, theoretisch. Die müssten nicht alle tot sein. So, der eine Raptor kommt hier laut Trailer aus diesem Eisraum raus, da könnte noch ein zweiter am Start sein. Und dann könnten die sich weiter fortpflanzen. Aber das würde auch keinen Sinn machen, weil die müssten ja auch erstmal irgendwie heranwachsen, keine Ahnung, aber trotz allem. Ja. War es nicht auch so gewesen in Jurassic Park The Game, dass da einfach auch mehr Velociraptoren mit am Start gewesen sind, weil dazu gedichtet wurde, dass die Raptoren im Geheimen gezüchtet wurden? Das könnte man auch mit dazu dichten. Also du hast da schon Spielraum, das geht schon. Nur du veränderst halt jetzt mit diesem Spiel wirklich aktiv den Kanon. Das finde ich halt sau interessant. Das, was wir jetzt hier in diesem Spiel sehen, nicht wie in Jurassic Park The Game. Das gehört ja nicht zur Geschichte mit dazu. Was wir jetzt aber hier in dem Spiel sehen, ist wirklich offiziell Teil der Geschichte. Das finde ich halt sau spannend. Ja, es waren eine zweite Charge an Raptoren mit dabei. Im Film? Im Jurassic Park The Game meinst du, ja, genau.